als Coach zum Millionär. Wie du ein Online-Coaching-Business aufbaust, das dich und deine Familie in die finanzielle und ortsunabhängige Freiheit bringt. Ein herzliches Hallo. Ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser neuen Podcast-Episode. Und wenn du nicht nur zuhörst und auch zuschaust, siehst du, ich bin heute nicht alleine hier im Podcast-Studio. Mit mir hier ist nämlich die wunderbare Yvonne. Yvonne, ich grüße dich. Halli, hallo, so schön. Ja, und ihr Lieben, wir haben uns wieder was Besonderes ausgedacht für euch. Wir möchten euch heute nämlich wieder so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen bieten, und zwar nicht hinter die Kulissen der Firma, sondern hinter die Kulisse von Menschen, nämlich von den Menschen, die die Fortune Family ausmachen. Und ich meine, Yvonne erlebst du immer auch hier im Podcast mal, und ich habe heute Fragen vorbereitet, die Yvonne noch nicht kennt. Das macht es nämlich jetzt auch für sie spannend, damit wir sie einfach so ein bisschen besser kennenlernen, die Köpfe der Fortune Family. Yvonne. Oh, ich bin gespannt auf deine Fragen. Super, also lass uns einsteigen. Erste Frage, die ich mir ausgedacht habe für dich. Wenn du frei wählen könntest und du kannst mit einer Person deiner Wahl ein Kamingespräch führen, mit wem würdest du dich da gerne treffen? Und was würdest du die Person denn fragen wollen? Oh, das ist eine coole Frage. Und es ist auch echt eine fiese Frage, weil es nur eine Person ist und es gibt einfach tausende von inspirierenden Menschen da draußen, mit denen ich gerne einfach mein Gespräch führen würde und dahinter die Kulissen blicke. Jetzt muss ich eine Person auswählen. Und einfach, weil es gerade so aktuell ist, und ich nehme jetzt gar niemanden so mega Abgefahrenes, ne? Also ich könnte jetzt auch sagen, keine Ahnung, irgendein Präsident oder keine Ahnung, also ja, nee, so crazy ist es gar nicht. Jetzt gerade für mich in dem Moment fände ich es spannend, das ist jetzt eine Momentaufnahme, ne? Mich tatsächlich mal mit Dr. Joe an einen Tisch zu setzen. Dr. Joe Dispenza. Er ist so ein cooler Typ. Und wenn ich jetzt die Chance hätte, ihn anzurufen und zu sagen, hey, Dr. Joe, lass uns mal einen Kamin setzen bei einem Glas Rotwein und ein bisschen quatschen, würde ich das sofort tun. Und ja, ich finde, ich hätte 1 Million Fragen an ihn. Ich finde seine Arbeit wirklich, wirklich beeindruckend. Und klar, jetzt könnte ich irgendwelche Wissenschaftler befragen oder irgendwelche, ne, ich hätte auch Albert Einstein sagen können oder sonst, die sind alles tolle, spannende Menschen. Aber was so im Endeffekt, ich möchte es gar nicht so abgehoben machen, sondern was ist denn das, was uns im Alltag wirklich voranbringt? Und ich für meinen Teil, ich liebe Meditation und ich für meinen Teil kann auch sagen, dass mir, ich habe schon so viele Dinge ausprobiert, so viele Dinge gemacht im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Ich weiß gar nicht, wie viele Programme, wie viele Kurse, bei wie vielen tollen Menschen ich schon war. Die waren alle super. Aber bei Dr. Joe auf den Events, ich war jetzt ja schon 3 Mal, ich werde jetzt auf mein 4. Event gehen. Es ist jedes Mal wieder so eine ganz andere Form von Reset, den ich bei mir mache. Und ich kann mit jeder Meditation, die ich hier in meinem Daily Life mache, die ich auch mache, mich immer wieder dahin bringen, in diese Energie. Und das ist für mich so, ich liebe immer Dinge, die jetzt nicht nur für einen Bereich sind, sondern was ich an seiner Arbeit mag, dass das so holistisch ist. Mhm. Es hat mir in meiner Gesundheit immense Vorteile gebracht. Also ne, mit Autoimmunerkrankungen, die ich mit der Arbeit von Dr. Joe in Griff bekommen habe, viel, was mein Körper angeht, mein Lifestyle, Thema Business, Thema Beziehungen, privates Umfeld, Liebesbeziehung, alles. Zwischenmenschliches. Es gibt einfach eigentlich keinen Bereich, wo ich jetzt sagen könnte, da hat mir die Art der Meditation, so wie er sie macht, nicht geholfen. Und das ist
dieser holistische Ansatz, den erfährt, ist immer etwas, was wir auch so lieben, weil das ist ja auch das, was wir in unserem Programm machen. Wir machen nicht nur eins, sondern wir nehmen ja auch immer alle Zahnrädchen mit. Und das liebe ich eben auch an seiner Arbeit so, weil sie in allen Lebensbereichen einfach mich vorangebracht hat. Und ich kriege immer direkt auch den Spiegel. Und das ist etwas, wo ich mir immer nur denke, wow, ich habe keine Ahnung, wo er diese Energie hernimmt, weil er ja wirklich sein ganzes Leben dedicated für dieses Thema, für diese Forschung. Und er bringt immer wieder tollen neuen Input. Er hört nicht auf, der entwickelt sich immer weiter. Und auch wenn man seine Bücher liest, wenn man ihn so ein bisschen verfolgt, wenn man ihn in Interviews sieht, das ist so, was er vor 3 Jahren gesagt hat, ist nicht mehr das, was er heute sagt. Ja? Entwickelt sich immer weiter, hat immer neue Erkenntnisse, er arbeitet mit so vielen Menschen zusammen, was der alles, also was er auch bei seinen Events erzählt, was er alles testet. Ne? Also der sammelt Tränen von Menschen und analysiert die. Es ist total verrückt. Und deswegen, das wäre ein Mensch, mit dem würde ich mich einfach mal hinsetzen und in, einfach auch in seiner Energie zu sein und nochmal auch von ihm die Atmung, die er macht, dieses ganzen, seinen ganzen Lifestyle. Ich hätte 1 Million Fragen. Ich denke gerade, wenn ich dir so zuhöre, ich glaube, da würde ein Abend gar nicht reichen, wenn du den mit ihm hättest, oder? Ja. Schön. Also man spürt wirklich auch deine Dankbarkeit, glaube ich, die ihm gegenüber, was er in deinem Leben bewegt hat. Schön. Ja, sehr schön. Okay, lass uns weitergehen zur nächsten Frage. Also ich könnte hier jetzt direkt einsteigen, aber wir wollen ja auch ein bisschen Breite hier drin haben in diesen Fragen. Und zwar meine nächste Frage ist, ich glaube, man kann wirklich sagen, du bist beruflich überdurchschnittlich erfolgreich. Du hast schon wirklich weit gebracht. Und meine Frage an dich ist, was glaubst du denn, was hast denn du für eine Superkraft oder Superkräfte, warum man dir zuguckt und das Gefühl hat, das ist alles so, vieles ist so leicht, es wirkt so leicht und du bist schon so weit. Du durfte dich ja die letzten 5, 6 Jahre am Anfang eher aus der Distanz und jetzt immer näher auch, also begleiten im Sinn von, dass wir gemeinsam auf dieser Reise sind beruflich. Und das ist unfassbar, was du bewegt hast, wie du dich verändert hast, wie du unternehmerisch erfolgreich geworden bist. Woran liegt es denn? Was denkst du? Was hast du anderen voraus? Erstmal danke, dass du das sagst. Ich glaube gar nicht, also ich bin jetzt ja nichts, ich sage jetzt mal, ich bin jetzt nichts Besonderes im Verhältnis zu anderen. Jeder hat ja die Möglichkeit, da hinzukommen. Jeder hat die Möglichkeit. Ich bin nicht irgendwie, also ich koche meine Eier auch nur mit Wasser, nicht mit Champagner. Ich bin nicht in einem reichen Elternhaus groß geworden. Ich bin tatsächlich in einem Elternhaus groß geworden, wo Sicherheit an allererster Stelle stand. Also keiner in meiner Familie ist irgendwie risikobereit. Da bin ich die Einzige. Und die klammern alle an ihrer Festanstellung. Und klar, auch in meiner Familie, gerade mein Dad, weiß ich auch, der hatte so viele Ideen und so viele Träume, aber ist nie angegangen, weil er Angst hatte, dass es nicht funktioniert. Wir haben uns auch mal ganz offen drüber unterhalten. Also ich habe das wirklich nicht mitbekommen. Kein Unternehmer gehen hier irgendwie mitbekommen. Ich habe auch keine reichen Eltern, die mich da irgendwie supportet hätten, dass ich da einen leichteren Start hätte. Nein, ich bin wirklich einfach losgegangen. Aber ich glaube, was ich sagen kann, also jetzt auch, wo du so sagst, hey, was, bei dir sieht es immer alles so leicht aus. Ich glaube, das, was ich mache, was ich wirklich für mich erkannt habe über diese Zeit, ist, dass ich das Ganze spielerisch nehme. Ich nehme mich selbst dabei nicht so ernst und ich versuche natürlich auch das Business, klar ist mir es wichtig und es hat eine hohe Priorität, aber ich will, wenn ich jetzt sage, ich nehme das nicht so ernst, damit meine ich, dass ich diesen Druck, der da entsteht, nicht annehme. Denn wir kennen das alle, wenn was nicht funktioniert, dann sind wir in diesem Self-Bashing, ne? Wir machen uns selbst irgendwie nieder, wir erzählen uns, wie schlecht wir sind, dass wir versagt haben. Und das habe ich wirklich auf diesem Weg gelernt, genau das nicht zu tun. Weil das war dann immer die Abwärtsspirale. Immer wenn ich damit angefangen habe,
dann habe ich auch im Außen die Bestätigung für diese Selbstzweifel bekommen und dann haben andere noch dazu beigetragen, dass ich noch tiefer gesunken bin. Und irgendwann habe ich wirklich so für mich diese Entscheidung getroffen, ich will das leichter haben, ich will das spielerischer haben. Und für mich ist das Herz immer mit dabei. Wenn ich Spaß habe, und ne, ich meine, es war ein Ausdruck, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Human Design cool finde und Gene Keys. Und ich bin eine MG35. Was macht ein MG35 aus? Spaß. Spaß im Leben, Freude, Spielen, Liebe. Liebe ist ein ganz großes Thema bei mir. Und ich bin einfach immer mit dem Herz dabei und ich habe dann Bock da drauf. Und ich, für mich ist dann so ein bisschen, ich suche dann so diesen spielerischen Aspekt. Wie kann ich jetzt ganz viel Spaß damit haben? Auch wenn es was ist, was gerade, was mir nicht so viel Spaß macht oder was ich nicht so gut finde. Und so versuche ich immer wieder für mich, mittlerweile gelingt mir es auch echt ganz gut, so diesen spielerischen Aspekt damit reinzubringen und immer wieder diese Freude und, ey, komm jetzt, so schlimm ist es nicht, Yvonne, ja? Es ist alles nicht so schlimm. Relax. Atme und dann gehe ich wieder so in meine Freude und ich glaube auch irgendwie so ein bisschen dieses kindliche, spielerische, das habe ich mir irgendwie beibehalten, das brauche ich auch und ich merke, je mehr ich da drin bin, je mehr ich spiele, je mehr ich wieder in diese kribbelige, kindliche Energie komme, desto besser funktioniert das Ganze. Mega. Da möchte ich jetzt nachfragen, weil das finde ich spannend. War dir das schon immer bewusst oder hast du das irgendwann mal entdeckt? Unbewusst war es immer präsent, aber ich habe das irgendwann ganz bewusst für mich entdeckt. Und ich meine, ist ja auch kein Zufall, wenn man, also ich mache ja gerne viel Sport und viel Bewegung und ich mache am liebsten das, wo auch dieser spielerische Aspekt drin ist. Also ich mache ja, quasi, ich glaube im Deutschen würde man Leichtathletik sagen, alles was so Handstand und Rad und Salto in irgendwelchen Ringen hängen, irgendwo hochklettern, das ist ja voll mein Ding. Und das ist ja auch wieder dieses spielerische, kindliche und da merke ich einfach, wie viel Energie mir das gibt. Und das ist so eine ganz andere, da ist so viel Flow, ich liebe Musik, alles was so irgendwie mit Bewegung und Spaß einfach zu tun hat. Und unbewusst immer gelebt, aber seitdem ich es bewusst habe und noch mehr darauf achte, dass ich das bei mir implementiere, funktioniert es leichter. Und wenn ich jetzt mal so zurückschaue, ich meine, ich könnte jetzt, ich sehe Kunden von uns, die sind viel schneller da, wo ich heute bin. Die machen das so. Wo ich mir manchmal denke, mein Gott, wie lange habe ich denn gebraucht? Aber gleichzeitig gucke ich zurück und denke mir, okay, aber irgendwie sind es auch nur 3 Jahre. Was sind 3 Jahre? Und in diesen 3 Jahren hat sich mein ganzes Leben so krass verändert. So war es ja irgendwie doch schnell. Mhm. Ja, so dieses Zeitgefühl hat man bei sich selber, ist ganz ein anderes, als was man dann beobachtet bei anderen. Ja, schön. Danke für diesen Einblick. Ja, interessant. Ich gehe weiter. Ich habe jetzt eine philosophische Frage vielleicht auch für dich. Und zwar geht es um das Thema Weltherrschaft. I know that you like. Und zwar stell dir vor, du wachst morgen auf und du hast die Weltherrschaft. Du bist einfach die, ich sage jetzt dir mal, Herrscherin, Kaiserin, Königin oder was auch immer dein Titel wäre, das spielt gar keine Rolle, aber du hättest plötzlich die Macht, alles zu gestalten, zu verändern, zu prägen, was du willst. Was würde da weit oben auf deiner Liste stehen? Riesenfrage. Ich weiß, darum sage ich es ein bisschen philosophisch. Du kennst mich ja. Ich finde so Sprachen immer so spannend. Wow. Was kommt dir in den Sinn? Wow. Weil wir, vielleicht kann ich noch was ergänzen, das gibt dir ein bisschen Zeit nachzudenken. Das ist ja mit in unserer DNA als Fortune Family auch mit drin, dass wir hier ja auch antreten, um einen Impact auf dieser Welt zu machen, um Coaches zu unterstützen, selber groß, erfolgreich zu werden, damit sie wiederum das Leben von ganz vielen Menschen besser machen. Und jetzt stell dir mal vor, das ist jetzt völlig unabhängig von dem, was wir als Fortune Family vorhaben, du könntest das als Yvonne, als Person, könntest du echt einen Unterschied machen. Ich will jetzt gar nicht in eine große politische Diskussion hier irgendwie reingehen oder da jetzt, ne, dass da nicht alles so läuft, wie wir es gern hätten, wissen wir alle. Deswegen nehme ich jetzt gar nicht so tief einsteigen, aber was ich sehe,
sind Begrenzungen, Grenzen an allen Ecken und Enden. Limitierung würde ich es jetzt auch nennen. Also Grenzen, Ländergrenzen, Grenzen, Mauern, die gebaut werden. Allein hier auf Zypern, eine Mauer in den Norden. Überall sind Grenzen, überall wird begrenzt. Und das ist ja auch wiederum der Grund, warum es so viel Krieg gibt. Meins, Macht, Deins, Geld, ja, all diese Themen. Und an allererster Stelle würde ich über diese ganzen Begrenzungen, da würde ich einhaken. Weil das, was wir vorgelebt bekommen, durch diese ganzen Grenzen, die gesetzt werden, was wir alles ja auch nicht dürfen, weil überall gibt es Regeln und Grenzen. Und ich finde, da fängt es ganz oben an und diese Begrenzung, diese Limitierung, die können wir jetzt so weit runterbrechen, dass selbst die Menschen sich so arg begrenzen und eingrenzen und überhaupt gar nicht ihr Leben leben. Und dieses Thema, dem würde ich mich widmen, weil es gibt für mich nichts Schlimmeres als diese ganzen Grenzen, Begrenzungen und Limitierungen. Und das im Kleinen, bei jedem Einzelnen, ja, also ich kriege immer die Krise, wenn mir jemand sagt, das geht nicht, oder jemand sich selbst kleiner hält, oder irgendwelche, diese ganzen Limitierungen, die da sind, ich meine, die habe ich selbst auch, nur sonst wäre ich auch schon woanders, wahrscheinlich mittlerweile in einem größeren Stil, andere Grenzen, die sind höher als bei anderen, aber ich werde nie vergessen, ne, also so random, aber so das Jahr, wo ich meine erste Million gemacht habe, was ich da gespürt habe, was ich für Grenzen und Limitierungen habe und wo ich die für mich im kleinen Jahr, wo ich die eine nach der anderen wirklich gesprengt habe in diesem Jahr und auf einmal in nicht nur einem Jahr habe ich von das Jahr davor irgendwie gerade sechsstellig, vielleicht knapp 200.000 und dann bam, eine Million gemacht. Ich habe es gar nicht, ich hatte so, wow, fünffache. Ich meine, wer verfünffacht seine Einnahmen in einem Jahr? Und das war schon, was für einen Riesenimpact das auf mich hatte, auf mein Leben, aber auch die Menschen in meinem Umfeld und auch wie ich danach meine Kunden begleiten konnte, die ich dann auch nicht mehr so limitiert habe, wie ich es wahrscheinlich vorher getan habe, weil ich selbst auch noch diese krassen Grenzen hatte in meinem Money-Mindset. Und wenn ich das jetzt mal im größeren, im globaleren Kontext sehe, oh mein Gott, wie schnell könnten wir die ganze Welt verändern? Wie schnell könnten wir so viele Limitierungen, Begrenzungen, Eingrenzungen loswerden? Wie würde das ganze Gemeinschaftsleben hier? Und ich liebe immer dieses Tribe-Denken. Ich liebe ja Tribes. Ich liebe Menschen, die sich zusammentun. Ne? Etwas, was ich auch gerade bei uns in der deutschen Kultur so schade finde, dass es nicht mehr so ist. Auch ein Grund, warum ich hier auf Zypern lebe. Ich liebe diese Verbindungen hier auf Zypern. Alles ist so familiär. Menschen verbünden sich. Menschen unterstützen sich gegenseitig. Das ist so ein Geschenk, was da alles möglich wäre, wenn Menschen sich zusammentun und für etwas Gutes antreten. Gerade auch wie ganzen Coaches. Weißt du, wie viel Bekriegung da ist bei den ganzen Coaches und hier und das meine Konkurrenz und Konkurrenzdenken, das ist so schade. Warum diese Grenzen? Warum nicht das als Gemeinschaft sehen und gemeinsam so viel größer sein, gemeinsam noch so viel mehr erreichen? Was würden wir hier auf dieser Erde, wenn wir gemeinsam Dinge, Projekte angehen würden und uns nicht kannibalisieren würden die ganze Zeit? Wow, was wäre alles möglich? Wenn wir diese Grenzen sprengen würden, Gemeinschaften bilden würden, also, boah, da geht es bei mir richtig auf, ja, ja. Toller Spruch. Also ich bin bei einem Team, wenn du die Weltherrschaft bekommst. Ich arbeite damit an dieser Vision. Das finde ich sehr, yes, sehr lebenswert. Und du hast mir gerade schon den Ball zugespielt für meine nächste Frage. Du hast nämlich davon erzählt, so schon mal ein bisschen ansatzweise, dass es doch sehr, sehr viel in deinem Leben auch verändert hat, als das Geld wirklich so angefangen hat, zu dir zu fließen. Mhm. Und ich möchte dich fragen, was hat denn das viele Geld in deinem Leben verändert? Magst du uns da mal ein bisschen Einblick geben? Ja, spannende Frage. Jetzt, ne, hinter, also ich meine, Geld ist nur eine Zahl. Im Endeffekt, ich bin kein anderer Mensch, ob der jetzt
1.000 Euro auf meinem Konto sind, 5 Millionen Euro auf meinem Konto sind. Aber was natürlich diese Zahl verändert am Ende, ist, hinter Geld steckt ja immer ein Wert und auch eine Energie. Und für mich, also das hat meine komplette Energie verändert, weil ich gemerkt habe, dass auch dieser Druck aus diesem ganzen Mangeldenken, der war weg. Also es hat für mich schon, ne, ich meine, ich kenne die Momente, wo ich da sitze und nicht wusste, wie ich die Miete bezahlen soll, wie meine Konten ausgereizt waren, wie ich vollkommen im Minus war, wie ich auch meine Eltern teilweise fragen musste, ob sie mich finanziell unterstützen können. Gab Zeiten, wo ich auch mal wieder zu Hause einziehen musste, weil ich mich nicht finanzieren konnte. Also ich habe schon alles durch, ja. Ich habe alles durch. Und ich weiß, wie es ist, echt gar kein Geld zu haben. Und mittlerweile, und dafür bin ich so dankbar und bin auch echt so in der Demut, dass es heute anders ist, weil es nimmt so viel Druck. Es nimmt so viel Druck. Es gibt so viel Freude. Und klar, es ist schön, für einen selbst Geld zu haben. Es ist so schön, anderen dadurch auch beitragen zu können. Also ich spende unheimlich viel. Ich unterstütze meine Eltern finanziell. Meine, weißt du, so an so vielen Ecken und Enden, wo du auch dieser Beitrag sein kannst. Aber was es für mich in mir drinne ausgelöst hat, ist dieses Gefühl von Freiheit, weil ich jetzt so viel mehr Möglichkeiten habe. Ich habe mir früher schön geredet, dass es auch okay ist, nicht viel Geld zu haben. Ich bin ja ein Minimalist. Aber ich kann auch heute Minimalist sein. Bin ich auch in vielen Bereichen noch und auch wirklich gerne, weil ich das schätze. Und habe trotzdem gerne die Möglichkeit. Also alleine die Möglichkeit zu haben, zu entscheiden, will ich jetzt mit meinem Rucksack eine Runde campen gehen? Auch das mache ich heute noch gerne. Oder aber will ich ins Fünf-Sterne-Resort, so wie jetzt letzte Woche. Ich komme gerade aus Mauritius wieder, wer mich sieht, ich habe voll den Zahn bekommen. Ich lag jetzt 10 Tage in Mauritius am Strand und habe entspannt. Und wir waren in dem schönsten Fünf-Sterne-Resort und wir haben es uns so gut gehen lassen. Jeder, der sich mal ein bisschen mit dieser Insel auseinandergesetzt hat, weiß, dass es da diesen Unterwasserwasserfall gibt. Und ich wusste, wenn ich dahin gehe, ich muss den sehen. Ja, und jetzt gibt es Menschen, die sind auch da, die können das vielleicht nicht sehen, weil sie es sich nicht leisten können. Ja, und was haben wir gemacht? Wir haben gedacht, ey, wir wollen den richtig super sehen. Wir buchen uns jetzt einen Helikopter. Aber nicht irgendeinen. Wir sind dann da Privattour, sind wir da hingeflogen. Und dieses 45 Minuten mit dem Helikopter mal schnell darüber hat halt 2.500 Euro gekostet. Aber es war egal, weil das Geld ist da. Und es war einfach, also dieser Moment, wie wir da in diesem Helikopter saßen, wir hatten den coolsten Piloten und über diese Insel flogen. Und Katharina war mit und wir haben uns angeguckt, wie so, hey, wie geil ist denn bitte unser Leben? Wie geil ist es, dass wir das machen können? Also noch vor 5 Jahren, da wäre ich diejenige gewesen, die für 350 Euro den Pauschalurlaub gebucht hätte, irgendwohin mit einem 3-Sterne-Hotel, weil ich mir nichts anderes hätte leisten können. Und heute fliege ich all-inclusive in so ein 5-Sterne-Hotel und fliege dann mal eben 45 Minuten mit dem Helikopter über die Insel, einfach weil es geil ist, weil ich in dem Moment Spaß daran habe. Und diese Möglichkeiten zu haben. Und das heißt jetzt nicht, dass ich mit Geld um mich schmeiße und es irgendwie verprasse. Aber die Möglichkeit war da. Wir konnten das machen. Also haben wir es gemacht. Und wir haben es genossen in vollen Zügen. Wir saßen da drinnen. Wir hatten Gänsehaut bis hier. Wir hatten Tränen in den Augen. Es war einfach so ein Geschenk, das machen zu können. Und das sind so diese Momente, wo ich einfach nur da sitze und mir denke, wie geil, dass ich damals diese Entscheidung getroffen habe. Wie geil, dass ich das gemacht habe. Wie geil, dass ich es durchgezogen habe. Weil es waren so viele Momente, wo ich einfach wirklich kurz davor war zu sagen, ich will nicht mehr, es ist anstrengend, es ist so hart, es ist so schwer. Ich bin durch diese Transformation durch. Die hört ja nicht auf, ist ja nicht so, dass ich heute nicht mehr transformieren würde. Aber dass ich mir selbst dieses Geschenk gemacht habe, da bin ich mir selbst so dankbar. Ja. Wo du jetzt das gerade erzählt hast, habe ich mich gerade erinnert daran, vielleicht muss ich für unsere Zuschauer und Zuhörer sagen, dass wir
ein paar Mädels zusammen, ein bis zweimal pro Jahr wirklich dann alle gemeinsam verreisen, unter anderem Katharina, Yvonne und ich, und da ist Sony noch mit dabei. Und vor ungefähr einem Jahr waren wir in Marokko. Und da gab es auch so ein unglaubliches Erlebnis, als wir da mit diesen Motorrädern, mit Seitenwagen, jede mit einem Fahrer und wir nebendran mit Helm und Brille im Seitenwagen sind wir so cool auf den dreckigsten, staubigsten Straßen der Welt ins Atlasgebirge gefahren, hatten dort die Ehre, mit einer Familie Tee zu trinken und das Brot zu brechen, um dann nachher zu Richard Branson in dieses unglaubliche Hotel, was er da hat, wo irgendwelche Fotos von Kofi Annan und anderen Weltgrößen hängen, die dort waren, zu Mittag zu essen. Und das, was du gerade gesagt hast, oder? Das ist so, die in so Momenten, das Geld ermöglicht dir Erlebnisse und Momente, auch mit anderen Menschen zusammen, die sind wie unbezahlbar. Die gibt es vielleicht einmal im Leben, weißt du? Und das ist schon, finde ich, auch mit das Kostbare. Es hat mich jetzt gerade daran erinnert, als du jetzt von diesem Unterwasser Wasserfall gesprochen hast auf Mauritius. Ja, was für ein Geschenk war dieser Trip durch das Atlasgebirge. Ja. Und nochmal, ich meine, es geht ja alles. Ich meine, ich war letztes Jahr auf dem Kilimanjaro mit einem Rucksack. Ich habe da gecampt und gezeltet. Das war alles andere als Luxus. Aber ich habe es so gern gemacht und ich habe es so genossen. Und es war so, wir waren so naturverbunden. Mhm. Aber auch da hätte ich ja auch nicht machen können, wenn ich mir nicht den Flug dahin hätte leisten können. Ja, und da einfach dieses Wissen, alles ist möglich, ich kann das machen, ich darf das machen, ich gebe mir selbst die Erlaubnis dafür, diese Erfahrungen zu haben, und das ist einfach das so ein Riesengeschenk. Also die Freiheit, die das ermöglicht hat, in mir, einfach vom Gefühl her, ist schon wow, also mega. Und natürlich dann aber auch im Außen, ja, mhm. Und wie gesagt, es geht ja nicht nur darum, dass ich jetzt mich daran erfreue, sondern auch die Möglichkeiten, die ich jetzt habe, anderen schöne Dinge zu ermöglichen. Ja. Du hast mir gerade wieder den Steilpass geliefert, ohne es zu wissen, für meine letzte Frage. Und zwar, du hast den Kilimanjaro gerade genannt. Ich weiß das ja, es war ein großer Traum von dir, da hochzugehen, hochzusteigen. Und meine letzte Frage ist, ich weiß nicht, hast du auch eine sogenannte Löffelliste, heißt sie, eine Bucketlist, was du in deinem Leben noch abhaken möchtest? Magst du mit uns teilen, was vielleicht so ein, zwei Sachen sind, die da noch draufstehen? Ja, und zwar war ich vor 3, 4 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, während das war noch während C-Zeit, da war ich in Südafrika und da habe ich einen Bungee-Jump gemacht. Und ich weiß nicht, ob schon mal jemand einen Bungee-Jump gemacht hat. Also ich stehe auf Dinge, die Adrenalin ausschütten in der Regel. Also ich gehe auf Fallschirmspringen und lauter so Sachen. Aber in diesem Moment, wo ich von dieser Brücke gesprungen bin, das war einfach nur krass. Das, also da gehen ja in dir drinne, dein System dreht vollkommen durch. Alle Überlebenssinne gehen an, weil dein Inneres weiß in dem Moment nicht, dass da ein Seil an deinem Bein hängt. Ja, also dein System realisiert es nicht. Klar, vom Kopf her, aber vom Gefühl her nicht. Und ich bin da runtergesprungen und das hat so viel in mir freigesetzt. Das war ein krasses Gefühl. Und ich hing dann da unten kopfüber, ne, und man fliegt ja dann nochmal so hoch und runter, und ich hing da kopfüber und ich dachte mir so, in dem Moment, wow, wie geil ist mein Leben. Und ich hab mich so gefühlt, dass ich alles erreicht habe. Ich habe in dem Moment nicht das Gefühl gehabt, dass ich mir irgendwas vorwerfen muss. Klar, ich wollte jetzt nicht sterben, ne, aber es war so, du bist alles, was du wolltest, angegangen. Du hast nichts mehr offen, wo du dir denkst, oh, hätte ich mal. Dieses hätte ich mal war nicht da. Es war komplett weg. Und da wusste ich in dem Moment,
Du hast dir nichts vorzuwerfen. Du wolltest immer am Strand leben. Du lebst am Strand. Du wolltest immer dein eigenes Business. Du hast dein eigenes Business. Du wolltest immer für deine Träume gehen. Ich bin immer für meine Träume gegangen. Klar war ich noch lange nicht da, wo ich hin will. Bin ich auch heute noch nicht. Aber ich hatte nichts, was ich mir vorwerfen konnte. Wo ich irgendwie noch so ein Ohr hätte ich mal. Ne, auf ihrem Grabstein hätte gestanden, wenn sie doch mal. Das war nicht da. Und da habe ich mir gedacht, boah, wie geil ist das? Ich habe mich so blessed gefühlt. Und dann habe ich so angefangen zu weinen, einfach vor so Dankbarkeit und Demut, natürlich auch Adrenalin. Und du bist ja wie high, wenn du da unten hängst, ne? Und dann kommt so ein Psychologe runter, das ist der höchste Brückensprung auf der Welt. Also ist so irgendwie der dritte oder vierthöchste Sprung, den es auf der Welt gibt. Dann kommt ein Psychologe runter und der bringt dich wieder rauf. Und mit ihm, und er dann so, ist alles okay, so, ich bin so dankbar, ich habe mich so gefreut, ne, und er hat das gar nicht verstanden, normal weinen die Menschen da unten, weil sie dann Angst bekommen, da kopfüber zu hängen, weil es ist schon krass, du hängst da ein paar Minuten halt kopfüber und baumelst so da rum, aber ja, ich hab ihm das dann so erzählt, dass ich gerade halt so dieses Gefühl der Fülle so hatte, und der war auch so total so ergriffen, ne, es war richtig schön, der hat so voll mitgefühlt. Und ich kam dann wieder oben quasi an und ich habe auf diesem Trip in Südafrika habe ich dann nochmal eine Bucketlist auf eine ganz andere Art und Weise geschrieben. Nämlich, da ging es darum, und diese Dinge haben sich tatsächlich mittlerweile aber auch schon fast alle erfüllt, da standen so Dinge drauf wie, ich möchte einmal in meinem Leben Patentante werden. Ich möchte einmal in meinem Leben Trauzeugin werden. Solche Dinge. Die waren mir auch, also da wusste ich, das ist mir wichtig. Und ja, alles Geld der Welt und alles schön und Möglichkeiten und Urlaub und Trips und bla, alles. Aber was berührt mich im Herzen? Und da standen diese Dinge drauf. Und das war witzig. Ein paar Wochen später, nachdem ich diese Dinge aufgeschrieben habe, war dann auf einmal die Einladung von einer sehr guten Freundin, ob ich die Patentante werden möchte. Auf einmal fragt mich Katharina, ob ich ihre Trauzeugin werde. Also das hat sich dann auch ganz schnell wieder erfüllt. Das war auch so wieder so cool, ne? Du schreibst es auf, zack, Universum liefert. Und eine Sache, wo ich weiß, die ich angehen werde, will und werde, ist das Thema Hashimoto's, was ja ganz viele Frauen haben. Das steht noch auf meiner Liste, weil ich es für mich geschafft habe, das in den Griff zu bekommen. Und ich weiß, wie viele, vor allem Frauen, darunter leiden. Und es ist, also Andrea, du kennst mich, eine lange, lange, lange Reise bei mir, Thema Gesundheit. Und das ist ein Thema, was da noch draufsteht und das darf noch raus. Wow. Ja, das darf noch mit der Welt geteilt werden. Und das finde ich sehr berührend. Danke, dass du das mit uns teilst. Diesen Moment, wo sich eigentlich der, kann man sagen, der Charakter deiner Bucketlist verändert hat. Oder vielleicht auch, wo so ein Moment im Leben, wo plötzlich, wo du merkst, was ist wesentlich? Und alles andere kannst du dir leisten, kannst du entscheiden, ich gehe jetzt auf den Kilimanjaro, das möchte ich unbedingt machen, also mache ich das. Aber es gibt eben, das ist so wie, es gibt doch diesen Werbespot, wir machen hier zwar keine Werbung, also schon gar keine Fremdwerbung, aber irgendwie so, das und das ist unbezahlbar, für alles andere gibt es Mastercard, oder? Ja, genau. Und diese Dinge kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dann halt das, was unbezahlbar ist, Taufpatin zu sein, Trauzeugin zu sein. Ja, vielleicht ein wichtiges Thema, gesundheitliches Thema anpacken zu können, dass andere davon profitieren. Schön. Ich bin gespannt, was wir von dir noch alles sehen und hören werden in den nächsten Jahren. Ich freue mich auf alles, was da kommt. Im Moment sage ich dir einfach mal danke für dieses Interview. Die Zeit ist wieder gerast, zumindest für mich. Ich hoffe für dich, wenn du jetzt hier zuschaust, zuhörst auch. Und wenn du jetzt so merkst, boah, ich würde die eigentlich gerne ein bisschen besser kennenlernen, diese Köpfe hinter der Fortune Family, und auch generell wissen, was die so machen, möchten wir dich einladen,
komm doch super gerne in unsere Facebook-Gruppe als Coach in den Wohlstand. Du findest den Link in den Shownotes zu dieser Episode. Guck dich da um, da wirst du uns besser kennenlernen, also auch Yvonne, die dort dann auch immer mal wieder live geht und auch schreibt. Du wirst ganz viele Ressourcen von uns bekommen, die dich unterstützen, dein eigenes Online-Business als Coach wirklich hochzufahren, zum Fliegen zu bringen und durchzustarten, auf dass du deine Bucketlist auch Schritt für Schritt abarbeiten kannst, sage ich mal. Yvonne, ich wünsche dir einen ganz schönen Abend. Danke dir. Danke für deine Fragen. Und euch allen bis zur nächsten Episode wieder. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ciao. So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat und bewerte uns mit 5 Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können. Denn sharing is caring. Ja, wir freuen uns riesig, dich auch wieder in unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Wenn du Fragen hast und etwas teilen möchtest, kommentiere super gerne.